Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Source 2 Update Video. What? Es ist mal wieder soweit. Der Hype ist hochgefahren. Es gibt neue Informationen darüber und viele sagen, jetzt, diesen Monat, also März 2023, wird es kommen. Source 2. Jetzt wurde ich bereits gefragt, was ich davon halte. Wobei ich nicht ganz genau weiß, wie das jetzt gemeint ist. Also, was ich von dem neuen Hype und den neuen Informationen halte. Kommt das wirklich? Was sagst du dazu? Oder was ich von Source 2 an sich halte, wenn es dann schlussendlich kommt. Ich beantworte natürlich einfach beides. Zuallererst die neuen Informationen. Also, hauptsächlich baut sich das Ganze auf diesem letzten Profil-Update von Nvidia auf, so wie ich das zumindest verstanden habe. Nvidia hat ein Update gebracht und dort gibt es jetzt als Spielprofil CSGO 2 oder CS2, viele haben da direkt vorneweg gesagt, CSGO 2 wird es nicht, sondern es steht für Source 2. Und darum sagt jetzt eben die Gemeinschaft, hey, da kommt ja wirklich was. Aber auch hier gibt es bereits ein paar Stimmen, die sagen, hey, andere Spiele wurden auch schon so geleakt, in Anführungsstrichen, aus Versehen von Nvidia. Und diese Spiele sind auch nie erschienen, wie zum Beispiel Titanfall 3 und Crysis 4. Dazu gab es exakt dasselbe Update, auch mit Game Profiles dafür. Jeder hat sich gefreut und die Spiele kamen aber niemals. Ich sage also zu diesem neuen Hype und den neuen Informationen Folgendes. Das ist schon mal ganz nice. Es wirkt sehr verdichtet jetzt auch, also als wenn es tatsächlich jetzt im März kommen würde. Da aber eben diese Gerüchte, dass Source 2 kommt, schon seit 2012 bestehen, also, und ich ja schon die ganze Zeit mit dabei bin, also ich bin seit fast 20 Jahren in Counter-Strike mit am Start und bereits 2012 kamen die ersten Evidenzien, dass da wohl was in der Mache ist, zwecks Source 2, und ich habe jeden Hype nicht zwingend mitgemacht, aber miterlebt, und das ist jetzt das 11. Jahr. Und das nimmt mich dann vielleicht gar nicht so arg mit. Also, ne, ja, hört sich gut an. Ich hoffe, dass es kommt. Es wäre schön, wenn es kommt, aber wenn es jetzt nicht kommt, geht für mich die Welt auch nicht unter. Und jetzt die Frage zu Source 2 an sich. Wie toll finde ich es, wenn es jetzt dann da ist? Also ich fände es natürlich gerade aus der Sicht des Creators extrem nice, denn Counter-Strike ist eben mit der Zeit sehr dröge geworden. Es ist halt immer das Gleiche. Vor allem, wenn du Content-Creator bist. Du kannst natürlich irgendwelche tollen Ideen umsetzen und da nach Informationen graben oder irgendwelche Spielchen drin machen und so weiter und so fort. Aber das Grundspiel ist halt extrem ausgelutscht. Du hast Matchmaking-Geschichten, Wingman, du hast dann die Fun-Games und eben Overwatch und zum Glück eben die Skins und den Profibereich, weil sonst wird es halt komplett untergehen. Und da wird es natürlich Zeit, dass endlich was Neues nachgereicht wird. Ich erhoffe mir durch oder von Source 2 auf jeden Fall viel neuen Content, sehr viele Möglichkeiten, tolle neue Videos zu machen. Als Spieler bin ich da eher so gemischten Gefühlen, aber das liegt wahrscheinlich auch eben daran, weil ich halt schon etwas älter bin und der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Also ich mag es, wenn Dinge einfach gleich sind. Das ist natürlich bei der Creator-Geschichte schlecht oder schwierig, weil damit gehst du unter. Aber als User ist es halt schon schön, wenn du das Spiel, das du seit Jahren, seit Jahrzehnten bald eben spielst, wenn das auch immer noch so ist, wie es halt auch war, ne, und nicht irgendwie von Grund auf sich verändern würde, was es bestimmt nicht macht, jetzt durch dieses Source 2 Update. Aber mit der gesamten Freude oder Vorfreude vielmehr auf die ganzen Möglichkeiten, die man eben auch als User haben wird, schwingt auch so minimale Furcht mit, dass halt irgendwas brutal verschissen wird und die Leute sich abwenden und man sagt, was haben die daraus gemacht, was ist passiert, das ist doch kein Counter-Strike mehr. Weil das eben schon immer das Alleinstellungsmerkmal von Counter-Strike war, die Stärke. Es gab kein Spiel wie Counter-Strike, es gibt kein Spiel wie Counter-Strike, klar, Valorant, Lirum Larum, die bunte Ballerei mit irgendwelchen komischen Sachen, die man benutzen kann, mit Zaubereien, was weiß ich alles, das ist ähnlich, aber halt bei weitem kein Counter-Strike. Und das hat Counter-Strike schon immer nach vorne verholfen. Natürlich auch der E-Sport und dann auch irgendwann die Skins, als die eingeführt wurden. Aber du hast halt eben, wenn du vor 10 Jahren Counter-Strike gespielt hast und jetzt auch wieder Counter-Strike spielst, hast du eigentlich ein, jetzt nicht exakt dasselbe Spiel, aber das, ein ähnliches Spiel. Ein sehr, sehr ähnliches Spiel. Und das ist schon immer die Stärke gewesen. Aber natürlich bin ich da überwiegend guter Dinge, dass Volvo sich da nicht selbst in die Hosen scheißt, denn sie verdienen ja auch Geld damit und wollen das auch weiterhin tun. Und dieser Faktor Geld ist zwar auch für viel Schlechtes in der Welt zuständig, das wissen wir, auch in der Gaming-Industrie, aber es ist halt auch gleichzeitig ein Garant dafür, dass eben auch Gutes abgeliefert wird oder werden muss, denn ja, sonst geht ein Franchise unter. Also zusammenfassend bin ich, wie gesagt, von diesem aktuellen Hype und von den aktuellen Informationen nicht wirklich überzeugter als von denen der letzten 10 Jahre. Es fühlt sich aber dennoch eben so an, als wenn diesen Monat tatsächlich was kommen würde. Aber ich denke, das liegt einfach nur daran, weil man halt immer länger darauf wartet. Wie gesagt, mittlerweile 11 Jahre lang.
Und mit jedem Jahr, mit jedem Monat fühlt es sich eben näher an, weil man ja halt einfach denkt, irgendwann kommt's. Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger Zeit liegt ja nur noch zwischen mir und dem Event. Irgendwann passiert's. Deswegen kommt es mir wahrscheinlich jetzt auch so verdichtet vor und eben surreal. Also Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch fürs Zuschauen, falls ihr zugeschaut habt. Ich werde hier im Hintergrund wahrscheinlich einfach nur wieder Gameplay und so ein bisschen die Infos eben einblenden, über die ich spreche. Ich hoffe, euch gefallen diese Talk-Videos weiterhin, denn die sind für mich halt gerade sehr, sehr, sehr bequem. Alleine schon auch, was die Aufnahme an sich angeht, weil hier labere ich einfach ein Mikrofon und das war's dann. Ich muss ja noch nicht meine fetten Lichter anmachen. Ich war jetzt ja am Wochenende sehr krank und man hört es wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt nicht vor der Cam sitzen muss und mir meine geschundenen Augen rausbrennen lassen muss. Ja, dann danke fürs Zuhören, danke fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Kuss, geht raus. Muah. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.